Also ich bin Benjamin Fuchs, bin 25 Jahre alt und komme aus Görlitz. Bin ja auch hier geboren, normaler Angestellter als auch selbstständig. Hauptberuflich im Callcenter und nebenberuflich bin ich selbstständig als Masseur. Bin bei zwei Vereinen. Das ist einmal die Kampfkunstschule Phoenix und einmal die Görlitzer Grizzlies. Da auch als ehrenamtlicher Masseur auch mit dabei. In einem Verein sogar auch als Ersthelfer. Tue mich auch aufgrund dessen auf verschiedenste Art und Weise selber fortbilden. Bin auch gelernter Holistik-Sana-Schmerz-Frei-Coach und Mental-Coach. Mache gerade die Fortbildung zum Ersthelfer bzw. auch noch zum Ernährungscoach und tue mich vielen Sachen stellen, wo ich am Anfang doch Problemchen hatte, aber mich mit jeder Zeit auch reinfuchse sozusagen. Bin auch Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bin dann auch aktiv als zurzeit Technikbeauftragter und Ansprechpartner für junge alleinstehende Erwachsene zuständig quasi. Die Aufgaben in der Gemeinde sind ziemlich breit gefächert. Mal habe ich auch selber dort eine Ansprache, die ich dort selber durchführe. Und wenn sonst, ist die Gemeinde oder mein Glaube auch ein wichtiger Teil meines Lebens, beziehungsweise auch bin ich auch damit aufgewachsen und ist auch ein wichtiger Halt in meinem Leben gewesen in schwierigen Zeiten und versuche da auch wie bei meinen Vereinen sozusagen auch viel zu unterstützen, zu helfen, den Menschen Vorbild zu sein und auch meiner Umgebung so positiv wie möglich nur aufzufallen. Viele können nichts mit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage was damit anfangen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich erzähle den meisten auch, was ist unser Glaube, in welche Richtung gehört wir. Also wir gehören in Richtung Christen. Nicht katholisch, nicht Zeugen Jehovas oder eine andere Religion. Wir glauben an Christus. Das sagt der Name Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage auch mit aus. Es ist ursprünglich eine Religion, die aus den USA kommt. Viel Fokus auf die Familie, respektvollen Umgang mit anderen Sprachen, mit anderen Religionen, mit anderen Menschen, was eigentlich auch unheimlich wichtig ist. Natürlich gibt es in keiner Gemeinde, in keiner Kirche perfekte Menschen, aber das ist auch nicht die Aufgabe, perfekte Menschen aufzunehmen. Im Gegenteil, die meisten Menschen gehen dann in die Kirche, um dementsprechend auch gewissermaßen vieles aufzufrischen, um besser zu werden. Das würde man sonst nicht machen, dann bräuchte man ja gar nicht in die Kirche gehen. Also es hat irgendwo schon einen gewissen Sinn dahinter. Und es hieß in eines der Programme der Kirche, Glauben ist nicht blind. Das sage ich auch immer wieder aufs Neue. Wir haben auch einen lebenden Propheten in der Kirche. Das ist zurzeit Russell M. Nelson, der die Kirche leitet und führt mit ca. 18 Millionen Mitgliedern weltweit. Der Großteil ist in der USA. Wir haben hier in Görlitz auch eine Gemeinde, eine deutsch-polnische Gemeinde, dadurch, dass unsere Stadt auch deutsch-polnisch ist. Da unsere Gemeinde so oder so grundsätzlich mit ganz, ganz vielen Sprachen und Kulturen zusammengekommen ist, auch Menschen aus Venezuela, also in Irak zum Beispiel, Amerika, ist das eigentlich doch grundsätzlich für uns kein Problem, das Ganze zu managen und herauszufinden, wie machen wir denn das am besten. Und es bringt auch gewissermaßen jede Menge Spaß mit rein, andere Sprachen und Kulturen auch kennenzulernen und fällt dann auch ein einfacher, mit anderen Menschen auch so mit umzugehen und deren Glauben und deren Denkensweise, deren Kultur auch aufzuwachsen. Und das ist, ja, macht äußerst viel Spaß. Man wächst auch ein bisschen mehr, wenn man eine Aufgabe irgendwo reinbekommt. Da zu sitzen und nichts zu machen, verleitet Menschen zu irgendwelchen Dingen, die eigentlich nicht sein sollen. Es ist auch gewissermaßen auch weitaus angenehmer für jemanden, der frisch in die Gemeinde kommt und zu merken, okay, ich werde hier gebraucht. Ich habe hier eine Aufgabe. Ich soll mich um die jungen Männer zum Beispiel kümmern. Ich soll mich um die Gemeindereinigung kümmern oder sonst was. Es ist auch nochmal ganz anders, weil man irgendwie mit hineinbezogen wird und auch irgendwo ein bisschen was machen darf und machen kann und auch lernen kann dadurch dementsprechend. Das ist ganz wichtig. Vor circa 7-8 Jahren hat es damals als Hobby so bei unter Freunden, manchmal massiert man jemanden so ein bisschen aus Spaß oder sowas. Auch gerade in der Kirche gab es da Jugendtreffen, wo man einfach so zusammensitzt und einfach quatscht und da habe ich dann einfach aus Langeweile angefangen zu massieren. So. Und das hat sich dann auch mehr und mehr entwickelt, weil ich dann auch herausgefunden habe, okay, dieser Muskel ist das, da ist eine Spannung drauf, da, der ist fest. Oder hat so ein bisschen leicht angefangen und dann immer mehr habe ich mich in dieses Thema hineinversetzt, habe dann auch Videos geschaut auf YouTube, mega interessante Videos. Liebscher und Brach zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat, dass man da auch diese Videos sich anschauen kann, selber nachmachen kann, hat dann
immer mehr zugenommen. Irgendwann dachte ich mir so, okay, vielleicht kannst du es dir als Hauptberuf oder Nebenberuf vorstellen. Und ja, seit Ende 2020 habe ich dann mein Kleingewerbe oder mein Nebengewerbe angemeldet. Das ist dann kein guter Start gewesen zu Corona-Zeiten. War dann wirklich auch nicht ganz so einfach. Bin aber mega froh, dass ich durch jemanden bei meiner Callcenter-Firma, was ich hauptberuflich mache, bei der Kampfkunstschule Phoenix reingekommen bin und habe da meine ersten sozusagen Vereinserfahrungen gemacht. Habe so ein bisschen erstmal in das Ganze reingeschaut. Wie gesagt, die Pandemie kam ja zwischendurch mal, da ist vieles eingeschlafen, hatte aber während dieser Zeit die Möglichkeit, auch mich persönlich fortzubilden. Und dann habe ich auch die Holistic Online-Fortbildung dann auch schon angefangen. Am Anfang war es nur der klassische Schmerzfrei-Coach, danach habe ich dann mit dem Mentalcoach sozusagen weitergemacht und dann die jetzige Fortbildung zum Ernährungscoach. Zwischendurch habe ich dann aufgrund meines Kampfsportvereins auch die Fortbildung zum Lehrer für Selbstverteidigung angefangen, spezialisiert auf Pressure Points, also Druckpunkte. Dann hat sich das mehr und mehr entwickelt. Seit circa Anfang diesen Jahres, also August, glaube ich, bin ich dann zu den Grizzlies dazugekommen. Auch da wurde ich dann so ein bisschen ins kalte Wasser reingeschmissen, weil die haben mich natürlich gefordert und auch jetzt gefördert. Und aufgrund dessen mache ich jetzt wegen den Grizzlies eine Fortbildung zum Ersthelfer in Richtung Sport, Sportbehandlung, Sportverletzung. Es macht schon unheimlich viel Spaß, auch selber so etwas zu erleben am Feldrand bei den Spielen, auch bei den Trainingseinheiten dabei zu sein. Und bei mir hat es ja tatsächlich vor auch 6 Jahren mit American Football angefangen, wo ich mich interessiert habe. Und hat mich aber schon immer für die Hintergrundkulissen, wie passiert denn was am Rand zum Beispiel. Also nicht nur der Sport ist unheimlich interessant. Ich habe mich schon immer gefragt, okay, was passiert? Was müssen denn die Spieler machen? Was sind das für Leute, die drumherum sind? Und irgendwann habe ich natürlich auch eine gewisse Interesse daran entwickelt, wie so etwas abläuft. Und am Ende habe ich das sogar tatsächlich jetzt durch die Grizzlies und durch jede Menge Liebe, jede Menge Freundschaft, jede Menge Förderung, Forderung gelernt und merke einfach nur, wie ich in diese Mannschaft auch hineinwachse und immer mehr Möglichkeiten habe, um mich fortzubilden, weil jede Person ist so unterschiedlich aufgebaut vom Körper, vom mentalen Zustand, dass man das nicht so pauschal sagen muss, sondern mit jeder Person hat man einfach mehr Erfahrung. Und deshalb möchte ich das dann auch in Zukunft weiter so behalten, dass ich das quasi hier als Nebenberuf mache. Vielleicht auch irgendwann, wenn es soweit ist, auch hauptberuflich. Bisher bin ich stationär, also bei mir zu Hause, hier in den Räumlichkeiten hier, nicht nur stationär, sondern auch mobil unterwegs, habe meine mobile Massageliege, komme zu den Menschen hin. Und wenn dann irgendjemand sagt, okay, ich habe einen Garten, können wir dort eine Massage machen im Sommer? Absolut kein Problem, ich bin da sehr, sehr flexibel. Und passe mich an die Menschen und an die Person auch direkt an. Was mache ich? Wie mache ich das? Wie komme ich weiter? Kann man da vielleicht einen Plan entwickeln? Ja, ich steigere mich dann auch mit jeder Person auch mehr in dieses Thema rein. Das Schöne ist, ich bin selbstständig. Ich weiß, wie ich selber arbeiten kann und darf. Ich kann mich somit auch an ein Unternehmen und dementsprechend auch an die Personen, die dort bei mir sind, speziell anpassen. Ich bin an keine Krankenkasse, an keine Sachen, die mir vorgegeben sind, gebunden, sondern ich kann mich wirklich individuell, zeittechnisch auch an Menschen anpassen, an Unternehmen anpassen, was natürlich auch für mich oder vielleicht für ein Unternehmen auch Vorteil sein kann, dass ich dann dementsprechend auch jederzeit schnell mal angeschrieben werden kann. Du, wie sieht's denn aus? Also nicht nur Unternehmen, sondern auch Personen speziell. Hast du gerade Zeit? Was ich mitbringe, ist mittlerweile auch 3 Jahre sozusagen gewerbliche Erfahrung. Ich kann Schröpfen, ich kann Faszienmassagen, ich kann reine Wellnessmassagen, ich beherrsche Trigger- und Druckpunkte. Also ich bringe viele Vorteile auch von Behandlungen oder viele Behandlungsformen mit. Ich habe ein Schröpfset bei mir zu Hause, kann ich auch jederzeit mitnehmen. Ich habe eine Massagepistole, auch das ist wichtig zum Beispiel auch für einen Verein zum Beispiel. Das ist so schön schnell angewendet und die Muskulatur, Kopfschmerzen bekommt man dadurch sehr schnell runter, oder wenn es allgemein Probleme gibt, bin ich auch sehr schnell zu erreichen, wenn man Fragen auch zu Dingen hat, dass man mich dann auch jederzeit anschreiben kann. Das ist
schon sehr interessant gewesen, auch mal bei einem Steinbruch in Königshain eine Massage durchzuführen in einem Feld. Auch das ist schon durchaus vorgekommen. Auch beim Berzdorfer See, dort ein bisschen am Rand, auch da kann man dementsprechend einen schönen Ausblick genießen, auch als Masseur, aber auch die Person selber kann die dort die Natur und die Geräusche dort auch genießen. Das ist auch mega entspannt wirklich. Auch in einem Autohaus habe ich tatsächlich auch schon eine Massage vollziehen dürfen. Doch sehr, sehr, sehr cool gemacht. Auf dem Dach durfte ich auch dementsprechend mal eine Massage durchführen. Ich bin da sehr flexibel, wirklich sehr, sehr alles und Umgebung. Irgendwohin. Das weiteste ist Dresden gewesen, wo ich einfach für ein paar Freunde mal unterwegs gewesen bin und die einfach mal massiert habe. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und vor allem, ich liebe es auch dementsprechend irgendwo, wenn ich eine Herausforderung sehe, ich versuche diesen Punkt, wo ich dann stecken bleibe, auch mehr rauszubekommen, ja, mehr zu lernen dabei und am Ende eines Gesprächs oder einer Massage herauszufinden, okay, ich weiß hier leider nicht weiter, heißt aber nicht, dass ich hier nicht weiterkomme. Im Gegenteil, dann spornt es mich noch mehr an, mich auf dieses Thema zu fokussieren. Macht mir auch unheimlich viel Spaß. Irgendwann wurde es dann für mich auch ein Traum, selbstständig zu sein. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich dann jetzt selbstständig bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell irgendwie Aufträge bekomme. Und jetzt bin ich selber bei zwei Vereinen, darunter auch ein Footballverein, wo ich wirklich sehr viel gefragt werde, angefordert werde, wo ich so viel dabei bin, dass ich wirklich in einigen Situationen mich direkt fortbilden musste oder mehr informieren musste, weil ich dann auch Situationen bekommen hatte, okay, Tapen zum Beispiel, auch das Thema, das ist bei so einem Verein wie den Görlitzer Grizzlies ein To-Do, das muss man können. Tapen ist vor dem Training, nach dem Training, vor dem ersten Spiel irgendwie allgemein ein Must-Have, wo ich mich einfach direkt fortbilden musste. Das macht mega Spaß. Also wir haben alle 5 Jahre ein großes Familientreffen, mütterlicherseits sind um die 250 Mitglieder, also Familienmitglieder. Familienforschung, Ahnenforschung ist auch in unserer Kirche viel geblieben. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Religion, den Fokus auch auf die Familie zu legen, weil es tatsächlich auch ein großer Beistand ist. Also wenn ich mir überlege, meine Schwester zum Beispiel ist eigentlich gelernte Illustratorin, die hat mir mein Logo jetzt zum Beispiel für mein Nebengewerbe gemacht. Mein großer Bruder zum Beispiel, der ist mit mir auch in der gleichen Callcenter-Firma. Und da hat man natürlich auch jede Menge Spaß. Gerade in diesen stressigen Situationen hilft es dann auch jemanden da zu haben. Mit meinem größten Bruder, mit meinem ältesten Bruder auch gemeinsam zu zocken, der zum Beispiel nicht in der Kirche ist, der nicht diesen Glauben mehr ist. Mit 14 freiwillig aus der Kirche ausgetreten. Ich bin ein mobiler Masseur. Die Menschen können anfragen, wo sie wollen, fahre ich hin, wo ich genügend Platz habe, wo man natürlich auch gewissermaßen auch eine gewisse Privatsphäre hat. Aber letztendlich bin ich so breit gefächert und so flexibel, dass man mich entweder bei sich zu Hause irgendwo im Freien in der Natur buchen kann. Auch in eine Firma hätte ich kein Problem damit, auch mehrere Menschen, mehrere Personen einer größeren Firma sozusagen zu betreuen, zu massieren, Tipps zu geben für den Alltag, den man quasi auch zum Beispiel im Callcenter hat. Was gibt es dann da für Probleme? Da kann man so viele Tipps und Tricks geben, so viele kleine Übungen oder Druckpunkte, womit man sich einfach den Alltag viel, viel einfacher machen kann. Und das ist vor allem kein Hokuspokus, das ist nicht komplex, das ist so simpel gehalten, aber natürlich auch dementsprechend sehr, sehr vielseitig. Deshalb versuche ich das den Menschen auch während der Massage auch beizubringen. Was mache ich? Wie mache ich das? Was sind meine Gedanken dazu? Warum tue ich denn eine Person jetzt in dieser Position oder dort massieren? Weil letztendlich, man lernt auch irgendwo ein bisschen was. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich den Menschen was beibringe, dass sie sich auch vielleicht selber behandeln können. Deshalb bin ich auch Coach, deshalb bin ich nur Masseur. Wenn ich das denen zeige, anhand ihrer Arbeit zum Beispiel vorzubereiten, was kann man denn vielleicht für die Zukunft tun, um sich einfach den Alltag leichter zu machen. Das ist das, was ich jedem anbiete. Es ist mir vollkommen egal, wo ich hinfahren muss, hingehen darf. Geplant ist einmal sozusagen einen Krankenwagen umzubauen. Den möchte ich in einen Massagewagen bzw. Erste-Hilfe-Wagen umbauen lassen, um
dann deutschlandweit rumzufahren zu können. Spezialisiert dann auf irgendwelche Events, zum Beispiel Sportevents. Zukunft ist auch geplant bei mir, so eine Art Umbau in meinem kleinen Garten hinten, dass ich quasi einen Wellnessgarten draus mache. Das Häuschen hinten umbaue quasi bei mir im Grundstück und daraus einfach eine schöne Wellness-Oase mache, wo die Leute sich auch nach der Massage entspannen können, mehr an Fortbildungen reinstecken. Für mich wäre es auch dann ein großes Ziel, die erste große Firma zu betreuen. Also tatsächlich bin ich ein praxisorientierter Mensch, was einfach damit zusammenhängt, dass ich LRS und ADS habe. Für Personen, die mit den Abkürzungen nichts anfangen können, Lese-Rechtschreibschwäche und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bedeutet dementsprechend auch für mich, ist es besonders im Alltag etwas schwerer, also auch eigentlich beim Lesen von Büchern, Fassen von Texten, beziehungsweise auch im Allgemeinen, wenn ich irgendwelche Filme, Videos, Videospiele auch. Klar, ich kann ganz normal lesen wie jeder Mensch, aber es braucht einfach für mich viel, viel länger Zeit und ich bin tatsächlich von Anfang an, seitdem ich ein kleines Kind bin, an Hilfe angewiesen. Es gibt für mich tatsächlich nur eine Ausnahme und das ist das, was ich nebengewerblich mache. Ich habe tatsächlich ein großes Verständnis für die körperliche Anatomie, für den Körper selber. Auch ein relativ gutes Verständnis von den Texten her, die es in vielen Büchern gibt. Schau, dass ich das auch irgendwo praktisch umsetzen kann. Und das ist halt eben für mich das Schöne, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und wo ich merke, ich lerne wirklich sehr schnell sehr viel dazu, sobald es in den praktischen Teil geht. Und ich merke, dass ich sehr, sehr viel Unterstützung von unterschiedlichen Menschen und Personen bekomme. Also natürlich einmal derjenige, der hier gerade das Video macht, hier sozusagen, der Chris von Photography, der mir unheimlich viel hilft, auch was das Thema Video und Fotomaterial ist. Meine Schwester, nach wie vor bin ich ihr mega dankbar, dass sie so ein tolles Logo hingelegt hat, in unterschiedlichen Formen und Varianten, was auf mich, meine Persönlichkeit und auf meinem Namen auch tatsächlich sehr super zugeschnitten ist. Dann bin ich sehr dankbar, beim ersten Verein sozusagen dabei gewesen zu sein und auch immer noch dabei zu sein. Kampfkunstschule Phoenix, wo ich auch da meine ersten Erfahrungen in einem Verein oder im Allgemeinen auch bei Massagen machen durfte. Meine Grizzlies, wo ich offiziell auch nicht nur Masseur sein darf, auch im Staff-Team und auch als Ersthelfer mithelfen darf, wo ich in diesem Sport auch natürlich mit Herzblut mit dabei bin. Die Grizzlies, die mich fördern, fordern, einiges an Support und an Freunde dazugekommen sind. Mir ist wichtig, unheimlich wichtig, der respektvolle Umgang mit den Menschen. Egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, egal von wo man herkommt, welche Sprache man spricht, das habe ich gelernt. Und vor allen Dingen, ich merke, wie viel Support ich dadurch bekomme. Geht man mit einer Person positiv um, versucht man so viel Liebe zu geben, wie es nur geht, dann bekommt man auch vieles an Liebe und an Support und an Hilfe zurück. Das ist unheimlich wichtig und das möchte ich den Menschen auch mitgeben, dass man so positiv wie es nur geht einfach in das Umfeld hinausgeht und dann sozusagen sich nicht einschüchtern lässt. Egal was man für Defizite hat, dass man einfach mal macht, dass man seinen Traum lebt. Und es war tatsächlich vor einer Ewigkeit ein Traum, sozusagen vor einigen Jahren ein Traum, selbstständig zu sein. Ich habe immer noch meine Defizite, aber die haben mich nicht gehindert, mein Gewerbe durchzuführen, mich fortzubilden, und ich habe einen enormen Zuschuss an Selbstvertrauen bekommen. Ich bin und bleibe eine engagierte Person und das kann ich jedem Einzelnen mitgeben, dass man da auch an seinen Träumen und an seinen Dingen festhält. Und ja, das würde ich jedem Einzelnen so mitgeben.